So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Dann kurz erstmal danke für gestern, dass so viele zahlreiche Leute dabei waren im Livestream. Gruß geht da erstmal raus an alle. Dann an die Neuen. Ihr seht bei mir halt täglich den Shop. Die Tagesaufgaben gibt es ja leider keine mehr, deshalb kommen die natürlich nicht. Und ihr seht bei mir ja die Wochenaufgaben und alle Missionen, die so an sich kommen und alle Infos soweit. Also ein Abo wäre nicht ganz so verkehrt, weil, wie gesagt, unterstützt mich. Und ihr bekommt dafür halt die Aufgaben von mir genau erklärt, wie genau alles funktioniert. Dann seht ihr unten den Creator Code. Erstmal danke dafür nochmal. Gerne dann eintragen. Aber das Wichtigste ist, wenn ihr Skins oder so eventuell bekommen wollt, bei Gewinnspielen, Verlosungen, die ich im Stream ab und an mal mache, nur vorneweg einfach mal gerne dann mir eine Freundschaftsanfrage schicken, nämlich an yt-familyhack. Einfach hier eingeben, dann auf Bestätigen und schon hast du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Es hat einen bestimmten Grund. Wir gehen noch nämlich dann direkt rein in den Shop. Ganz einfach als Geschenk, wenn ich dir nämlich ein Geschenk dann geben will, müssen wir schon bereits befreundet sein. Weil ansonsten, ihr seht's, müssen wir wie hier noch warten, bis ich dir dann das Geschenk schenken kann. Aus dem Grund, die Freundschaftsanfrage ist halt sehr wichtig, wenn irgendwelche Verlosungen sind, dass ich das halt an euch auch raushauen kann. So, dann gehen wir mal direkt rein in den Shop. Bam, bam, was haben wir denn heute alles? Fangen wir mal vorne an. Da haben wir die nette Manie. Das ist ein normaler Skin halt. Er hat so eine Mischung aus vielen anderen Skins, habe ich so den Eindruck. Gut, das Rückenaccessoire gehört nicht dazu. Also es geht halt nur um den einfachen Skin. Ja, ist wirklich so eine Mischung aus vielen Skins, habe ich so den Eindruck. Ja, aber es ist halt ein gewöhnlicher, ne? Also ungewöhnlich. Und für 800 V-Bucks kann man hier eigentlich wirklich nichts sagen. So, dann haben wir den Überholer wieder da. Der hat aber definitiv zwei Varianten. Nämlich einmal so alt mit Helm. Der sieht schon nice aus. Dann ohne Helm. Ja, ohne Helm finde ich ihn persönlich nicht so gut. Also mit Helm ist aber echt nice. Aber die Farbe an sich. Weil mit Weiß fallt ihr halt wirklich auf in der Map. Also das muss euch halt auch immer im Klaren sein, wie falle ich auf im Spiel selbst. Wenn ihr natürlich gut genug seid, alles kein Problem. Aber für die etwas schlechteren, in Anführungszeichen, der Skin fällt halt auf, auch auf weite Distanz. Aber so an sich, wie gesagt, mit Helm gefällt er mir. Ohne Helm, naja. Und wie gesagt, Rückenaccessoire gehört auch hier nicht mit dabei. Sondern das Rückenaccessoire hat er. Das sieht ganz nice aus. Das ist halt so ein. Das ist ein Koffer? Ne, ist ein normaler Rucksack mit dem Schwert hinten dran. Also, so die Variante hier gefällt mir halt echt am besten. Und für 1500 V-Bucks geht das eigentlich noch, finde ich. Weil er hat irgendwie was. Ist so ein halber Ninja. Rocker ist nur eine Mischung aus allem irgendwie. So, dann gucken wir mal weiter. Dazu gibt es schon den passenden Hängegleiter, das Motorrad. Sieht eigentlich auch nicht so verkehrt aus. Ist auch nicht so groß. Also der Gleiter geht eigentlich noch auch komplett klar. So, dann haben wir das eben in Rot. Eigentlich mal selten, dass wir zwei verschiedene Hängegleiter haben, nur in einer anderen Farbe. Ja, doch, einmal in schwarz-rot und einmal in weiß. So, das war das. Hab ich ja gar nicht gesehen. Dann haben wir Luminos im Shop drin. Den Skin habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Also, so sieht es aus mit dem passenden Rückenaccessoire. Aber diesen Skin habe ich wirklich noch nie gesehen. Weiß irgendeiner, wie lange der nicht im Shop war? Da war der neu. Ne, ist nicht neu. Also ich kenne diesen Skin überhaupt nicht. Ein paar Tage spiele ich ja auch schon Fortnite. Also das wie so eine Eule sein?
Das ist so Eule, Hase. Ganz komisches Gesicht. Aber so an sich, die Farben und alles, ist nicht schlecht. Wie gesagt, da hier das passende Rückenaccessoire dazu. Und dann gibt es dazu natürlich noch die Astral-Axt. Die hört sich auch nicht schlecht an. Diese leicht metallische. Oh, die hat was. Definitiv. Dann noch eine passende. Ta Oh, die ist natürlich auch nicht schlecht. Die hat was. Gerade aufs Boot. Oh, selbst auf dem Boot sieht so gut aus. Die Tarnung sieht echt gut aus. Aber dass ich den Skin noch nie gesehen habe. So, dann noch der passende Kleider. Ja, komisch, den Kleider habe ich schon mal gesehen. Machen noch mal auf. Der Kleider ist auch nicht schlecht, weil man kann im Prinzip fast durchgucken. Also man sieht, wenn man halt gleitet, wirklich noch reichlich von der Map. Also ist nicht schlecht. So, dazu haben wir noch den weiblichen. Ne, ist nicht der weibliche, oder? Ne, ist ein anderes Set, wollte ich gerade sagen. Dann haben wir noch den Skin Traum. Quasi Tinkerbell. Ja, von den Farben her, und ich sage, irgendwie mag ich diese Farben. Im Privatleben mag ich die Farben nicht so, aber im Spiel auf jeden Fall, dieses immer leicht dunkle. Also, es ist echt, das ist nice. Also, im Spiel wirklich sehen die Farben richtig gut aus, finde ich. Aber noch mal von hinten. Ja, der Schmetterling. Naja, ist auch okay. So, das waren die. Und dann haben wir Mod Mando wieder drin. Einer der hässlichsten Skins in meinen Augen. Aber wir wissen ja, Geschmäcker sind verschieden. Aber so, ja, wohl so an sich geht's eigentlich, aber der Kopf, ich weiß nicht, da kann ich mich irgendwie nicht so ganz mit anfreunden. Passende Rückenaccessoire. Die Flügel bleiben aber so, also nicht, die gehen nicht auf oder so. So, was ist denn heute los? Alles Sterne, Sterne, Sonne, Mond. Dann haben wir die Sternenbotin dabei. Ganz fresh. Nur bei dem Wetter zurzeit wäre die Kleidung ein bisschen zu kalt. Aber auch das Rückenaccessoire ist eigentlich wirklich gut gemacht. Aber es ist halt wieder ein heller Skin. Denkt dran, ihr fällt damit halt schon ein bisschen auf. Aber der Skin, die Kombi, ist auch nicht schlecht. Ist halt eher für die weiblichen, sage ich jetzt mal. Für die Mädchen. Aber kann natürlich trotzdem vom Junge gespielt werden. Ist gut gelungen, finde ich. So, dazu haben wir noch Lotusstern, nämlich die Tarnung. Die ist allerdings mal neu. Ja, ist okay. Also wenn man den Skin hier spielt, dann kann man sich ruhig die Tarnung auch dazu holen. Dann passt das Ganze. So, gerade mal gucken auf dem Boot. Ja. Ja, wie gesagt, als Mädchen sieht es bestimmt gut aus. Für mich persönlich, ja. Rosa ist halt nicht so ganz meine Lieblingsfarbe. Und dann haben wir langsames Klatschen heute drin. Das finde ich, das ist immer so die Höchststrafe. Wenn du gekillt wirst und einer steht da und klatscht. Ja. Dann haben wir noch Sternstaub mit drin. Das war doch, glaube ich, die Spitzhacke, die so overpowered war, weil die doppelt so viel Schaden gemacht hat, meine ich. Aber das haben sie wieder ganz schnell geändert, zu Recht, weil das war ja zu OP. Ich habe da mal ein, zwei Runden gesehen. Die Leute sind ja so wirklich solo mit der Spitzhacke durchgerannt. So, dann haben wir ein neues. Ne, kein neues, aber ein alt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Bei ihm sieht es ein bisschen komisch aus. Gerade mal gucken mit dem weiblichen Skin. Mal gucken, wie es bei ihr aussieht. Ah, der Skin macht halt auch viel aus, ne? Also da sieht man klar und deutlich, ein weiblicher Skin sieht der Tanz wieder gut aus. Zumindest mal besser.
So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop für heute. Wie gesagt, ihr wisst ja inzwischen, ich zeige es nur noch mal kurz. Vergesst nicht, den Creator-Code einzutragen: YT-FamilyHack. Alles, was ihr damit macht, unterstützt mich. Sei es, ob ihr bei Epic Games irgendein Spiel kauft und tragt den Code ein oder auch hier in-game. Wie gesagt, YT-FamilyHack einfach immer wieder auf Annehmen drücken, weil nach 2 Wochen verschwindet der nämlich. Die Tarnung, die sieht echt nice aus. Naja, gut, ich will es hier nicht zu lange rauszögern. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, gebt nicht so viel Geld aus. Ihr wisst es ja, euch viel Spaß in der Schule heute noch, falls du das Video jetzt schon gleich siehst. Und die anderen, ich denke mal, heute Abend wird man sich sehen. In dem Sinne, haut rein.